Kennen Sie diese Metapher, die hat ein amerikanischer Lehrer sich ausgedacht, von der Tierschule? Haben Sie das schon mal gehört? Man hat in der Tierschule beschlossen, das Curriculum soll also sein, der Lehrplan soll also sein, schwimmen, laufen, klettern und rennen. Also laufen und rennen ist dasselbe. Und die Ente, die konnte also sehr gut schwimmen, aber nicht gut klettern. Und die musste dann immer nachsitzen und klettern üben. Von wegen an den Schwächen arbeiten. So ein Schmarrn. Nach einer Weile konnte sie weder gut schwimmen, noch gut klettern. Also im Schwimmen war sie Durchschnitt geworden. Aber in der Schule stört das keinen, wenn sie Durchschnitt sind. Also hat es außer ihr keinen gestört. Und so geht das mit dem Eichhörnchen und verschiedenen Viechern. Und das passiert in unserem Schulsystem, wo alle über einen Leisten geschoren werden. Wobei wir hier weder Eltern noch Schüler, weder Eltern noch Lehrerschelte betreiben. Wir wissen jetzt aus der neuen Forschung viel mehr, als wir früher gewusst haben. Die armen Leute können nichts dafür, dass sie uns versaut haben. Die Frage ist nur, ob wir unsere Kinder auch versauen wollen oder ob wir selber in unserem eigenen Leben was retten wollen.